möchte mich beim PI in München für diese Veranstaltung anmelden und kopiere mir schon mal die Nummer oder irgendwas, Schlüsselwörter, muss aber erst auf Anmelden klicken, um mich da einzutragen. Dann möchte das System diese LHM und irgendwie Nummer mit Passwort, wer es nicht hat, muss an anderer Stelle sich erst so einen Zugang besorgen und dann auf Anmelden, um angemeldet zu sein. Hier gebe ich als Suchbegriff die Nummer der Fortbildung ein. Man könnte wahrscheinlich auch das Datum oder irgendwelche anderen Suchbegriffe eingeben und dann kommt auch gleich das Ergebnis. Hier will ich wirklich hin, also auf Anmelden klicken und wenn ich das mache und dann so nach unten scrolle, dann kann ich hier die Fortbildung zum Warenkorb hinzufügen klicken. Nachdem ich die zum Warenkorb hinzugefügt habe, ist die Fortbildung im Warenkorb drin. So wie man es kennt, muss man aber jetzt erst nochmal auf den Warenkorb klicken und die Fortbildung dann auch wirklich, ja nicht zu bezahlen, aber zu aktivieren. Also Warenkorb klicken und dann wirklich verbindlich anmelden, nachdem ich hier die Häkchen gesetzt habe mit Datenschutz und so weiter. Dann bekomme ich die Meldung, dass alles gepasst hat. Ja, ich bekomme per Mail eine Info, dass ich mich angemeldet habe und dass ich später erfahre, ob es klappt oder nicht klappt.